Rechnen. So, Aufzeichnung läuft. Take Nummer 3. Hallo an euch alle. Schön, dass ihr eingeschaltet habt hier zu einem neuen Podcast mitten im Hochsommer, mitten bei tropischer Hitze. Dementsprechend sehen wir auch heute etwas mitgenommen aus. Sei uns bitte verziehen. Aber trotzdem natürlich an meiner Seite, wenn es um Nicolas Cage geht, mein Liebster. Euer liebster Mitmoderator, frisch gestylt und gut angekommen nach unserem heißen Rammstein-Wochenende. Hallo Moritz, schön, dass du heute dabei bist und dass wir gemeinsam einen Film besprechen, der zu Recht hohe Wellen schlägt. Es geht um Nicolas Cage und Longlegs. Ja, auch guten Abend von mir. Und erstmal, das stimmt nicht, wir sehen immer gut aus. Wir sehen nicht mitgenommen aus wegen der Hitze. Das merkt man uns nicht an. Wer weiß, Ah. Und ja, ich bin gut gelandet. Der Flieger ist gelandet. wer Ich bin nicht verbrannt, aber dazu dann im Rammstein-Podcast mehr. Zum Glück hast du nicht den Privatflieger von Taylor Swift benutzt. Ja. Sonst hättest du jetzt ein, Ja. wärst du jetzt ein Hassobjekt vieler Klimaaktivisten. Aber Taylor Swift und Hassobjekte, das ist noch mal ein anderes Thema, gerade in den Medien. Darüber wollen wir nicht sprechen. Nee, du bist ganz normal Deutsche Bahn gefahren. Brav, wie man es machen Richtig. sollte. So sollte man es machen, wenn man richtig schlechte Laune kriegen will. Stimmt, da werden wir dann auch beim Rammstein-Podcast noch ein paar Worte verlieren. Aber wir haben ja heute einen Film und ich glaube, auch wenn das ein Horrorfilm ist, hat er eigentlich uns mit guter Laune. Also ich sage jetzt mal, hört sich zwar jetzt blöd an, aber wir hat also ein unterhaltsamer Horrorfilm. Ja, kann man unterhaltsam sagen? Ich weiß gar nicht. Du weißt ja bestimmt, was ich meine. Ich hoffe, die Leute wissen auch, was ich meine. Ja. Wir wollten was Positives reden. Nicolas Cage ist zurück auf der Leinwand in einem Film, der ganz viel Horror ist. Ganz viel Thriller, bisschen Drama, ein Hauch von Okkultismus, Satanismus, dunkler Magie, Fantasy, also von allem so ein bisschen was. Und ein Nicolas Cage in einer Rolle, die er so in dieser Form nie wieder spielen möchte. Richtig. Es war schon im Internet, auf allen sozialen Plattformen, war großes Gerede über diesen Film, über die Rolle von Nicolas Cage. Es ist ja ein richtiger Hype entstanden, auch durch diese Werbekampagne in den USA, was man so mitbekommen hat. Und ja, ich finde es zu Recht, der Film hat wirklich einiges richtig gemacht, sonst wird man jetzt nicht drüber reden. Sonst hätte man sich die Zeit genommen. Aber ja, alle waren heiß auf den Film und jetzt haben wir ihn endlich gesehen und wir können sagen, es war berechtigt, diese Vorfreude. Genau, und du hast ja schon gesagt, ein Hype ist entstanden. In Amerika ist der Film ja, ich sage jetzt mal, für Horrorverhältnisse doch relativ durch die Decke gegangen. Hat jetzt in Amer also in den USA oder im nordamerikanischen Rahmen, ich habe vorhin extra nochmal nachgeguckt, schon die 70 Millionen Dollar Marke gerissen bei einem Budget von 9 Millionen. Und da Nicolas Cage ja auch Produzent oder einer der Produzenten des Films ist, zahlt sich das für ihn auch finanziell natürlich aus, dieser Kinoerfolg. Und es wurde ja, oder einer der Gründe des Hypes war ja, waren ja auch die Trailer, wo du ja nicht richtig erkannt hast, wie Nicolas Cage im Film aussieht, was genau seine Rolle ist, wie diese Rolle überhaupt angelegt ist. Und das glaube ich, das ist in der heutigen Zeit eine Seltenheit, wenn ein Film oder wenn Trailer zu einem Film eigentlich nicht von dem Film verraten und man reingeht und was mit einer gewissen Erwartung, aber die Erwartung wird im positiven Sinne anders befriedigt, als man vor Kinobesuch denkt. Stimmt, das schaffen heutzutage sehr wenige Trailer. Und ich bin ein Fan von diesen Trailern, die halt von der Story so gut wie nichts preisgeben.
geben, sondern einfach mit der Bildsprache ein bisschen überzeugen. Und ich glaube, wenn man bei Longlegs bei der Story irgendwie im Trailer schon was zeigen würde, würde das zu viel wegnehmen. Man hat auch richtig gut und schlau gewählt, dass man nur die Stimme von Nicolas Cage und drüber reden lässt. So ein paar verstörende Sätze. Also das hat den Trailer noch atmosphärischer gemacht, würde ich mal behaupten wollen. Und du hattest ja auch in den USA dann diese Nummer, die du anrufen konntest, wo dann Nicolas so ein paar Sätze sagt, die sehr verstörend sind. Hätte ich auch gerne gemacht, aber bei uns ging das leider nicht. Ich habe es probiert. Ja, weil du schon sagst, verstörende Sätze. Ich glaube, das Verstörendste im Film, was Nicolas sagt, zumindest für mich war das sein Kuckuck, der so im Original richtig krass sein soll. Also ich muss dazu sagen, ich habe den Film jetzt in deutscher Synchro gesehen mit seiner standarddeutschen Synchro-Stimme, die auf jeden Fall auch schon richtig großartig war. Ich werde versuchen, mir den Film jetzt noch im Original anzugucken. Aber dieses Kuckuck, was er da immer wieder von sich lässt, das war schon ziemlich angsteinflößend, weil man halt immer so das Gefühl hatte, der steht jetzt wirklich hinter dir in seiner, ich sage jetzt mal, entstellten Art, wie sie ihn da in der Maske und mit den Kostümen hergerichtet haben, dass einem da schon Angst und Bange wird, wenn man sich das vom innerlichen Auge auch vorstellt. Auf jeden Fall. Ich bin auch gespannt auf die Originalversion. Ich werde aber bis November, glaube ich, da kommt der raus. Ins Heimkino werde ich warten müssen. Wenn er jetzt nicht nochmal bei uns in der Nähe im Original war, Entschuldigung. Wenn er jetzt bei uns in der Nähe nicht nochmal im Original laufen sollte, werde ich dann noch warten müssen. Aber ich bin sehr gespannt, weil viele sagen, dass man Nicolas Cage gar nicht mehr erkennt. So krass verstellt er seine Stimme wohl. Ja, es ist ja auch optisch, wenn du jetzt nicht wüsstest, dass es Nicolas Cage, also natürlich an Gesichtszügen erkennt man es dann irgendwann, aber er ist halt wirklich so, ich sage jetzt mal böse, also in bösen Worten entstellt oder so umgestylt. Ich werde jetzt nicht ins Detail gehen, wie er genau aussieht. Ich glaube, das würde wieder zu viel vorne wegnehmen. Aber es ist wirklich schon, also so hat man Nicolas Cage optisch, glaube ich, noch nie in einem Film gesehen. Nee, du hast recht, auch seine Nase ist ganz komisch zurechtgemacht. Ja, ist einfach krass. Und ich glaube, so einem Menschen willst du nicht nachts im Dunkeln auf der Straße begegnen. Richtig, also ich zumindest habe da jetzt keine besonderen Ambitionen, jetzt hier einen Longlegs, gerade so einen Nicolas Cage Longlegs jetzt über den Weg zu laufen. Ich würde kurz ein bisschen auf die Handlung eingehen. Ich versuche, so spoilerfrei wie möglich zu bleiben. Im Grunde geht es um eine FBI-Agentin, die heißt Lee Harper, wird von der Micah Monroe gespielt, die wird zu einem Fall abgezogen, der über 30 Jahre alt ist oder der seit 30 Jahren das FBI beschäftigt. Da geht es um den Serienkiller, der bei seinen Opfern keine Spuren hinterlässt, also weder Fingerabdrücke noch DNA noch sonstiges, nur einen sehr kryptischen Brief mit ganz komischen Zeichen drauf und als Unterschrift Longlegs. Und sie kommt dann aber so nach und nach, aufgrund auch besonderer Fähigkeiten, die sie hat, dahinter, was es mit diesem Killer auf sich hat. Dabei spielt auch so ein bisschen ihre Kindheit immer mehr eine wichtigere Rolle. Und was noch dazu gesagt werden sollte, der Film spielt während der 90er Jahre, erkennt man, glaube ich, recht gut daran, weil in diesem FBI-Büro, wo sie arbeitet, an der Wand ein Bild von Bill Clinton hängt und der war ja in den 90er Jahren Präsident der USA. Und ich denke mal, dass in einem FBI-Büro immer der aktuelle Präsident an der Wand hängt. Dementsprechend ist der Film auch da zu verorten. Man erkennt es aber auch so ein bisschen an der Ausstattung. Die haben keine Smartphones oder sowas. Auch die Autos sind etwas älteren Baujahrs, dass der Film jetzt nicht in der Neuzeit spielt. Man erkennt es aber auch, und das finde ich ganz gut an dem Film, insgesamt am Look. Er ist jetzt nicht so ein Hochglanz-Horror, sondern es sieht schon auch, ich sage jetzt mal, dreckig aus und von seiner ganzen Art her, ja, hat so einen gewissen Retro-Look auch, wie ich finde.
Ja, wenn man jetzt nicht das Bild von Clinton hätte, hätte ich schon sogar gesagt, dass der Film noch weiter zurückspielt, auch wegen der Musikauswahl. Besonders im Abspann und so, verstehst du? Ich hätte gedacht 70er, 80er eher. Aber ja, mit dem Präsidenten ist es dann eher logisch 90er. Man weiß es nicht. Ja, es war, ich finde auf jeden Fall eine interessante Ansiedlung vom Jahrzehnt her. Der Film hat ja auch, oder wechselt ja immer auch wieder so ein bisschen die Zeitachse. Ich glaube, so viel kann man verraten, dass er immer wieder so hin und her switcht. Und wenn er in der Vergangenheit spielt, dann wechselt auch das Bild vom Fullscreen auf so 4 zu 3 Format. Hat auch wieder einen ganz anderen Look dann, teilweise auch schwarz-weiß. Und da wird dann so nach und nach so ein bisschen, so mit so kleinen Häppchen, sage ich jetzt mal, soll der Zuschauer so ein bisschen auch für sich rausgrübeln, wie könnten jetzt diese durchaus verstörenden Szenen aus der Vergangenheit mit dem aktuellen Geschehen zu tun haben. Auf jeden Fall eins ist, kann ich verraten. Mir ging es so, ich hatte irgendwann so Mitte des Films so eine grobe Idee, was so da dahinter stecken könnte. Ich wurde aber am Ende eines Besseren belehrt, weil die Auflösung komplett anders war, als ich mir so im Kopf aufgrund der vorhandenen Informationen zusammengesponnen habe. Also ich hatte gar keine Zeit mehr, was zusammenzuspinnen, weil ich war halt so gefesselt und es war so spannend, dass ich irgendwie nicht wirklich Zeit hatte, um nachzudenken, okay, was könnte da jetzt dahinter stecken? Ich wollte einfach wissen, okay, was passiert jetzt? Was decken sie als nächstes auf? Aber ja, so ist es halt. Ich wollte auch noch sagen am Anfang, weil du meintest, der Film er switcht immer in das 4 zu 3 Format in der Vergangenheit. Der Film geht ja so los, weil es am Anfang kommt ja eine Szene aus der Vergangenheit. Und dann wird dieses Longlegs eingeblendet und es kommt Musik und so langsam wird der Bildschirm immer voller. Das fand ich richtig cool, dieses Ja, Stilmittel. Habe ich noch das nicht so fand ich gesehen. auch. Das war auch ein richtig geiler Kniff. Und ich fand auch, ich habe ja, also ich hab, muss dazu sagen, ich habe den Film ein, zwei Tage vor dir gesehen und ich meinte dann zu dir schon, also das Intro allein ist schon richtig krass, weil da auch Nicolas das erste Mal schon seinen Kuckuck ruft. Und da dachte ich mir beim Intro schon, what the fuck, was erwartet mich jetzt hier? Und es war auch tatsächlich, also das ist auch so eine Anekdote irgendwie, was ich ein bisschen schade fand, muss ich auch ein bisschen weiter ausholen. Der Film lief bei uns in der Sneak und als das Intro losging, haben schon etliche den Saal verlassen und spätestens als dann der Filmtitel eingeblendet worden ist, ist dann nochmal ein großer Schwung raus. War natürlich, dadurch, dass es natürlich ein bisschen unruhig war, konnte man sich jetzt ein paar Sekunden nicht richtig konzentrieren. Ich fand es auch schade, dass dann so viele Leute auch raus sind, als sie die gelesen haben, dass jetzt Nicolas Cage kommt. Aber ich finde, dieses Intro hat schon einen guten Einblick gegeben, was für einen skurrilen und weirden Film wir da bekommen, der auch atmosphärisch sehr, sehr dicht ist, der immer weiter aufeinander aufbaut. Also so ging es mir zumindest, der mich richtig gefesselt hat, und der einen auch Tage danach noch nicht losgelassen hat. Also ich habe wirklich, selbst eine Woche danach noch, musste ich an gewisse Szenen aus dem Film denken, weil die sich halt so ins Gedächtnis gebrannt haben. Natürlich Szene mit Nicolas Cage. Wäre jetzt aber auch zu viel, wenn man es jetzt erzählen würde, weil das wäre ein extremer Spoiler. Aber ich glaube, jeder, der so ein bisschen sowas auch mal sehen will, der sollte auch gar nicht so viel über den Film lesen, weil sonst, glaube ich, sind die Überraschungsmomente auch nicht mehr so gut. Da hast du auf jeden Fall recht. Ich glaube auch, dass die meisten Menschen nicht unbedingt raus sind wegen Nicolas Cage. Ich glaube, dass einfach dieser Hype von Longlegs und diese Berichte aus den USA wahrscheinlich dafür gesorgt haben, dass viele dachten, es ist ein richtig krasser Horrorfilm. Und dass die meisten dann schon dachten, nee, das halten wir nicht aus, weil ich habe das öfter, wenn ich in der Sneak bin, sind immer schon so Leute, oh, hoffentlich kommt jetzt kein Horror, dann gehe ich raus. Das wird es dann wahrscheinlich bei dir auch so geben. Aber dann darf man aber auch nicht in die Sneak gehen, weil es kann ja ein Horrorfilm kommen. Also ich verstehe das Argument nicht. Also wir schweifen zwar jetzt wieder ab, aber ich möchte es trotzdem kurz erwähnt haben.
Ich kann nicht mit diesem Argument argumentieren, ich gehe jetzt aus der Sneak, weil ein Horror kommt, weil dann darf ich nicht in die Sneak gehen. Ja, mein Gott, es gibt halt Leute, die anfällig für sowas sind, aber trotzdem sich gerne überraschen lassen. Ist halt so. Es ist halt dann trotzdem scheiße, wenn du dann die anderen Leute nervst und aus dem Saal gehst. Da gebe ich dir recht. Aber Gott sei Dank muss ich sagen, hatte mich der Film dann relativ schnell wieder, vor allem auch, weil ja am Anfang geht es ja noch relativ ruhig zur Sache. Es wird so diese FBI-Agentin eingeführt. Man bekommt so mit, dass sie ein, ich sag mal, eine Einsiedlerin ist, die da so ganz alleine in so einer Hütte mitten im Wald lebt, die an sich keine sozialen Kontakte pflegt, die auch jetzt zu ihren Kollegen, ich sage jetzt mal, eine unterkühlte Beziehung hat. Also da spielt man schon damit, also auch so wie sie lebt quasi mit dieser sozialen Abgeschiedenheit, dass sie da auch alleine lebt. Sie hat nur ab und zu Kontakt mit ihrer Mutter, wo man auch relativ schnell merkt, dass da irgendwas nicht richtig ist, dass die Mutter auch nicht, wie Terrence so schön sagen würde, dass die was am Sträußchen hat. Das ist so die Einleitung, aber trotzdem hat man so im Hintergrund immer so dieses ungute Gefühl, okay, es geht hier um den Serienkiller, der einfach ganz brutale Morde begeht, der seine Opfer, sag jetzt mal, auch gewisserweise drapiert, und wo man nicht so oder nicht so genau weiß, wann huscht jetzt Nicholas so durchs Bild? Und obwohl, wie gesagt, eigentlich die erste halbe Stunde eigentlich nichts passiert, außer bei der Einleitung der Agentin, wo man sieht, wie sie mit einem Kollegen da so zu einem Haus geht. Ich werde jetzt nicht spoilern, was da passiert, aber ansonsten geht es sehr ruhig los, aber trotzdem spannend. Und das muss ein Film auch erstmal schaffen, dass er eigentlich mit einer Handlung, wo eigentlich nur, wo es nur darum geht, eine Figur einzuführen, dass es trotzdem spannend ist. Das stimmt und das macht der Film auch so böse, wie ein Film das nur machen kann. Mit solchen Szenen, wo du halt im Hintergrund so offene Türen siehst oder so ein Flackern. Und das ist dann schon gemein, wenn du dann so im dunklen Kino sitzt, sag ich mal. Da wirkt der Film, glaube ich, nochmal viel besser als zu Hause dann. Ja, es ist ja auch allgemein so, dass der Film ein sehr dunkles, düsteres Szenenbild hat. Also du hast ganz, ganz wenig Szenen, wo die Leinwand richtig hell erleuchtet ist, sondern meistens ist es doch sehr, sehr gedrungen von der Farbwahl her auch. Und auch so, du hast sehr viele kalte und ja, wie soll man sagen, kühle Farben. Und du hast da so eine Geschichte, die sich nach und nach aufbaut, wo du immer wieder so Häppchen bekommst, wo so dieses Puzzle sich zwar langsam vervollständigt, aber trotzdem bleibt immer ein gewisses Fragezeichen, weil man halt nicht richtig deuten kann, was jetzt der Film genau von einem will. Und das zieht sich aber durch den ganzen Film und das fand ich auch richtig gut, dass der Regisseur, der Oz Perkins, dass der dem Zuschauer eine Deutungshoheit überlässt, dass man gewisse Momente einfach sowohl als auch interpretieren kann, und dass du einfach oder dass jeder für sich da eigene Ideen einbringen kann, was jetzt der Hintergrund ist, weil du ja zu den Hintergründen selber ja auch nicht allzu viel Wissen bekommst, sondern nur du hast da so diesen Serienkiller, der hat irgendwas Okkultes, es geht ein bisschen um Satan, es geht um Sekten. Es geht um eine Gefolgschaft von ihm, aber es wird dir nie richtig genau erklärt, woher kommt das alles, was sind so die Beweggründe. Und so hast du halt, also ich sag mal so, es wird auch viel mit Symbolik gearbeitet. Kreuze spielen auch eine wichtige Rolle. Also es gibt da so viele Möglichkeiten, irgendwas dir auszudenken. Und ich glaube, dass keiner der Gedankengänge der Zuschauer irgendwie falsch wäre. Ja, aber ich habe ja das Gefühl, dass dieser Vorgängerfilm von dem Perkins, Hänsel und Gretel, dass der auch schon so ähnlich funktioniert hat, dass du verschiedene Deutungsansätze hast. Aber ich habe den nicht gesehen. Da müsste ich halt nochmal nachholen. Würde mich jetzt interessieren, auf jeden Fall. Also ich sage mal so, es war halt eine etwas andere Märchenverfilmung. Also du hattest schon die Ansätze erkannt, dass der Oz Perkins, was so düstere Fantasy betrifft,
einige sehr gute Ideen hat, dass er auch mit Atmosphäre spielen kann. Aber jetzt, wie gesagt, mit Longlegs hat er das alles perfektioniert und nochmal deutlich besser ausgearbeitet. Und natürlich muss man auch dazu sagen, er hatte ja natürlich mit Nicolas Cage, glaube ich, auch die Idealbesetzung für so einen weirden, verrückten Serienkiller, wo einfach Nicolas Cage, ich sage jetzt mal, punktuell sein Overacting zeigen kann, jetzt aber nicht, dass es total drüber wirkt, sondern es wirkt halt einfach beängstigend und in gewisser Weise auch, ich sage jetzt mal, authentisch. Und es ist halt, also wenn du dir diese Momente ansiehst, also ich sage nur als Beispiel eine Szene, wo er da in Handschellen da sitzt und dann gewisse Dinge macht, da kann man schon durchaus sagen, dass der Film zu Recht als einer der gruseligsten Filme der letzten Jahre bezeichnet wird. Ja, manche würden das ja nicht sagen, die dann eher so auf Jumpscare-Horror stehen, aber echte Horrorfans, würde ich mal behaupten, sind da eher atmosphärischer unterwegs. Wobei man aber sagen muss, ich glaube, ein, zwei Jumpscares waren schon auch mit drinnen, aber das meiste war schon, war jetzt Horror auf einem Level, ich sage jetzt mal auf einem intellektuell höheren Level, sodass du einfach ja mitgenommen wirst und einfach schon, du wirst quasi auf diesen Moment hingeführt, aber der Moment hört mit der Gewaltspitze nicht auf, sondern es geht eigentlich mit diesem unguten Gefühl direkt weiter und es wird wieder was aufgebaut, sodass du halt ständig so dieses Gefühl hast, okay, ich habe jetzt irgendwie ein ungutes, mulmiges Gefühl im Rücken oder im Bauch, weil jetzt irgendwas passieren könnte, was vielleicht eklig ist, was vielleicht in die Magengrube geht, was einfach nur hässlich aussieht, also im hässlich in dem Sinn, dass es halt eine gewisse Brutalität hat. Und das, glaube ich, zeichnet den Film auch so aus, weil er einfach insgesamt relativ wenig Gewalt hat. Aber wenn Gewalt da ist, die ist halt inszenatorisch richtig geil gemacht und halt so gemacht, dass du halt oder dass man danach das Gefühl hat, es ist unangenehm. Kann ich so unterschreiben. Das schaffen auch nicht viele Horrorfilme heutzutage, sage ich mal, diese unangenehme Stimmung zu erzeugen. Wir haben halt viel Blut und Schnodder die ganze Zeit, entweder in einem Horrorfilm heutzutage, oder das andere ist halt die ganze Zeit irgendwelche Jumpscares, so wie bei The Nun zum Beispiel. Ja, da merkst du halt dann auch wieder, wenn so Nicolas Cage mitspielt, das ist einfach wieder was ganz was anderes, weil der nochmal die ganz andere Aura reinbringt. Und ich glaube, ich habe es am Anfang schon erwähnt, es sieht halt auch so, ja, wie soll ich es beschreiben? Man kann das, also man hat einfach, ich habe Nicolas Cage noch nie in so einer, mit solcher Frisur gesehen, mit solchem Make-up. Und dann, wie gesagt, auch so mit seiner, ja, allgemein mit dieser Mimik und Gestik, was er da an den Tag legt, das ist halt einfach nochmal ein ganz anderes Level. Und wenn du einen Schauspieler hast, der das halt so beherrscht, ich denke mal, da brauchst du gar nicht so viel Jumpscares, weil einfach die Wirkung, die Nicolas einfach in seine Figur hat, und die hat er, obwohl er nicht mal die Haupt-Screentime hat, dann glaube ich, hast du schon viel richtig gemacht als Regisseur. Auf jeden Fall. Du musst da überlegen, wie oft ist Nicolas zu sehen. Es sind 4 oder 5 Szenen. Und es ist ein Wenn Film, der, überhaupt, ey. denke, ja, wenn überhaupt, der geht wie lange? 100 Minuten? Ein bisschen weniger, ein bisschen mehr. Eine Stunde Also, 50, glaube ich. wenn das der Film ist, über den Longlegs und der ist wirklich nicht sehr oft zu sehen und bleibt trotzdem so krass im Kopf, dann hast du, ja, wie du gesagt hast, als Regisseur alles richtig gemacht. Hast gut gecastet, hast die Figur gut geschrieben, gut in Szene gesetzt. Ja, ich glaube, dass Würde ich mal der Film behaupten. bezieht auch daraus seine Stärken, weil du halt, du musst diesen Longlegs oder Nicolas gar nicht so oft sehen. Du hast halt trotzdem das Gefühl, dass er da ist. Und allein dadurch, dass das Gefühl ist, er ist da oder er ist irgendwo quasi omnipräsent,
Da reicht es halt wirklich, wenn du ihn nur so eine Handvoll Szenen zeigst, wobei die Szenen, wenn er zu sehen ist, dann trotzdem ein paar Minuten lang sind. Also es ist nicht so, dass er nur kurz durchs Bild huscht, sondern die Szenen haben dann auch eine gewisse Länge. Aber trotzdem, also ging es halt mir zumindest, ich hatte von Anfang bis Ende immer so das Gefühl, okay, das Bild zeigt gerade einen Ausschnitt, aber so einen halben Meter daneben ist Nicolas Cage als Longlegs. Das war so mein Gefühl und das hat halt das irgendwie so auch so unangenehm gemacht. Gibt es zum Beispiel so eine Szene, relativ am Anfang, würde ich behaupten, in dem Haus der FBI-Agentin. Und da hat man schon leichte Sorgen, dass, weil sie sich immer so umdreht und man sieht so im Ja. Hintergrund Sachen, da hat man schon ein mulmiges Gefühl, sage ich mal. Und da denkt man eigentlich, jeden Moment passiert's. Das ist ja dann die Kunst, dass dann doch nichts kommt erstmal. Da vielleicht doch, man weiß es nicht. Ich will ja jetzt nicht spoilern, von daher. Wobei man sagen muss, diese Szene, wo du gerade ansprichst, ist ja für den weiteren Verlauf des Films elementar wichtig, weil ja quasi, und das ist ja auch so was, was ja nicht erklärt wird, warum jetzt diese Szene so passiert oder warum jetzt gewisse Figuren in dieser Szene womöglich da sind oder nicht. Weil er, wie gesagt, dadurch erst eigentlich das richtig ins Rollen kommt, die Aufarbeitung, und weil es diese junge Agentin da erst so richtig quasi, ja, das Gespür bekommt, dass dieser Longlegs doch sag mal, ein Charakter ist, der halt nicht so dieser typische Serienkiller ist, der einfach nur komplett verrückt ist, sondern der eine Message quasi verbreiten möchte. Ich sag mal so, ohne jetzt groß zu spoilern, es geht um gewisse Tage im Monat, die da elementar wichtig werden. Und ich glaube, das ist dann schon für den weiteren Verlauf wichtig, dass man die Szene auch entsprechend deutet, und auch erkennt, was eigentlich damit ausgesagt werden soll. Richtig, richtig. Und man muss ja auch oder darf ja nicht vergessen bei dem Film, wir haben da eine Micah Monroe in der Hauptrolle, die meiste Screentime hat, die hier richtig gut spielt, die es aber auch schafft, diese Figur, dieser Lee, die ja vom Drehbuch her sehr, sehr interessant auch geschrieben worden ist, so als unterkühlter Mensch mit wenig sozialen Kontakten, auch mit einem ganz morbiden Humor ausgestattet. Also mir fällt da ganz spontan und ganz eindringlich diese Szene ein, wo sie mit der Tochter ihres Kollegen im Zimmer sitzt und die Tochter quasi lädt sie zu ihrer Geburtstagsfeier ein, und so diese Konversation dieser zwei, das heißt mal Damen oder Frauen, ist halt irgendwie lustig, aber auf eine ganz komische Weise lustig. Es ist mir auch aufgefallen, das wollte ich auch noch anführen. Wir loben immer so viel Nicolas Cage und natürlich hat er es auch verdient, dass wir ihn loben, weil er ist einfach der beste Typ ever. Aber Micah Monroe als Hauptrolle hat auch einen richtig, richtig guten Job gemacht. Also was sie hier zeigt, das hätte man nach Filmen wie God is a Bullet und so nicht gedacht. Also da war sie ja auch dabei. Da hat sie mit weniger Worten schlechter gespielt. Als sie es hier in diesem Film tut. Sie redet ja wirklich fast gar nicht. Nur wenn sie von den anderen Leuten herausgefordert wird oder Ja. gefragt wird. Und trotzdem macht sie das so gut mit der Mimik und Gestik in diesem Film. Also, das ist schon echt ein Talent, was lange noch nicht entdeckt war, sag ich mal. Weil sie ist jetzt auch über 30, glaube ich. Natürlich noch jung für eine Schauspielerin, aber die hat auf jeden Fall Zukunft, würde ich mal sagen. Ja, und sie zeigt halt auch, dass man oft gar nicht so, ich sage jetzt mal, sich in den Vordergrund spielen muss, sondern dass man auch als, ich bezeichne es jetzt mal als mit einem zurückhaltenden Schauspiel, die Leute überzeugen kann, vor allem wenn es halt zum Charakter der Figur auch passt. Natürlich ist es schon so, zum Ende hin wird sie auch, war jetzt mein Eindruck, auch bisschen aktiver und sie kommt auch ein bisschen mehr aus sich raus, liegt aber, denke ich mal, auch daran, weil die Figur einfach an sich mehr aus sich rauskommen muss, weil halt die Auflösung oder darauf, wo der Film halt hinarbeitet,
das auch erfordert, dass diese Lee einfach jetzt da mal, sag jetzt mal, selbstbewusst auch, weil also sie wirkt, jetzt mein Eindruck war, dass sie wirkt halt in vielen Momenten wenig selbstbewusst und irgendwie, ich sage jetzt mal, einfach simpel gesagt komisch. Also wenn du so einen Menschen auf der Straße triffst, würde man sagen, der ist komisch. Ja, du würdest auch denken, so, nee, die ist irgendwie seltsam. Also natürlich denkt man sich seinen Teil, aber wenn man ehrlich ist und Mensch denkt halt so, es ist halt so. Aber sie macht das halt wirklich gut. Ich habe letztens einen Ausschnitt gesehen, da war sie in ihrer ersten Talkshow und sie war so nervös. Es war richtig niedlich. Weil sie ist ja wirklich schon länger Schauspielerin und das war ihre erste Talkshow und sie war wirklich richtig toll. Möchte ich mehr von ihr sehen. Ja, ich denke mal jetzt nach so einem Film, der einfach solche hohen Wellen schlägt, da wird auch, wenn auch andere Produzenten und Regisseure da genau hingeguckt haben, wer da mitspielt und ja, ich würde jetzt mal sagen, also man kann natürlich jetzt, man könnte jetzt über den Film stundenlang reden, aber ich würde jedem empfehlen, natürlich sich diesen Podcast anzuhören, aber gar nicht groß jetzt weiter sich Infos über den Film einzuholen. Ich glaube, der bei Longlegs ist wirklich so, man muss sich da einfach auch überraschen lassen. Auch in Bezug auf das Thema, wie ich schon angedeutet habe, mit dieser schwarzen Magie und diesem Okkultismus. Ob das quasi einfach nur so ein Mittel zum Zweck ist oder ob das als Fantasy-Element gedacht ist oder ob das, ob man, ob der Film wirklich ausdrücken möchte, es gibt diese schwarze Magie. Auch da kann man ja wieder rein interpretieren, was man will. Aber ich glaube, es ist wirklich von Vorteil, wenn man sich auf das einlässt, was man da sieht und wenn man einfach so uneingenommen und unvoreingenommen in den Film auch reingeht. Auf jeden Fall. Ich würde sagen, sogar du schreibst dann noch die Beschreibung extra ohne Spoiler, damit man sich das hier anhören kann. Und für den Spoiler-Talk heben wir uns dann für das Mediabook auf, würde ich sagen. Richtig, weil dann denke ich mal, haben alle, die den Film gucken wollten, haben dann geguckt. Und da werden wir dann auf jeden Fall auf die ein oder andere Szene dann sicherlich ex etwas expliziter eingehen. Genau. Und ich hoffe auch, es ist jetzt komplett am Thema vorbei, aber in 2 Wochen, anderthalb, startet der Western des Jahres von Kevin Costner. Ich hoffe, dass wir da auch sehr gut drüber reden können hier in einem Also, neuen wir werden auf jeden Western-Podcast. Fall zu dem Film auf jeden Fall ein gemeinsames Video auf jeden Fall machen. Da freue ich mich natürlich jetzt auch schon drauf. Auch wenn natürlich der Film jetzt in Amerika leider, was ich zwar nicht verstehe, ich sage jetzt mal, finanziell nicht erfolgreich ist, weil die Stimmen sind eigentlich, wo man hört, relativ gut. Aber man hat, glaubt, man muss jetzt mittlerweile auch vorsichtig sein, wenn ein Film immer sehr gute Stimmen bekommt, weil es halt dann doch meistens oder bewahrheitet sich immer wieder, dass es halt dann ausschließlich Fans sind und jetzt nicht mal so die unabhängigen Kritiker, sondern ausschließlich Fans, die halt dann natürlich von Haus aus immer eine etwas positivere Meinung haben. Und natürlich der neue Alien, den müssen wir auch noch bereden. Vielleicht wird das dann so ein Zweiteiler, weil es kommen richtig gute Filme jetzt im Herbst und oder Ende Sommer. Also da müssen wir dranbleiben. Also ich schätze mal, mit guten Filmen, du meinst jetzt nicht, dass wir über Borderlands reden wollen. Nee, den werde ich mir auch auf eine andere Art ansehen, nicht im Kino auf jeden Fall. Aber das sage ich jetzt nicht zu. Ich will hier nicht belangt werden, rechtlich. Ja, jetzt sind wir schon wieder etwas abgeschwiffen, aber ich glaube, so zum Schlusswort, glaube ich, kann man zu Longlegs nur noch eins sagen. Es ist ein sehr atmosphärischer, düsterer Horrorfilm, der einfach anders ist, als man denkt, der aber richtig gut funktioniert und ja, der einfach im Kino, glaube ich, am besten auch funktionieren wird. Mit einem, wie Auf gesagt, jeden Fall. mit einem Nicolas Cage, der optisch, wie gesagt, komplett anders ist, als man ihn kennt.
mit seinem bitter fiesen Kuckucksbegrüßung, mit einer tollen Hauptdarstellerin, mit der Micah Monroe, mit, wie ich finde, wie gesagt, handwerklich sehr gut gemacht. Also für mich ist das auf jeden Fall ein 10 von 10 Punkte Film. Da werde ich mich auch nicht davon abbringen lassen, weil der mich halt extrem gecatcht hat. Und ich freue mich natürlich auch aufs Mediabook. Ich habe es auch schon vorbestellt, schon an dem Tag, als die Ankündigung kam. Da gab es noch nicht mal ein Bild dazu, habe ich schon bestellt, aber ich muss es unbedingt in der Sammlung haben. Und ja, ich gesagt, ich versuche, dass ich mir noch in OV angucke. Bin einfach nur froh, auch wenn der Film so dermaßen ich sage jetzt mal, mir persönlich ging er in gewisser Weise an die Nieren und ich hatte danach ein sehr ungutes Gefühl, aber er war halt trotzdem, hatte eine gewisse Faszination und es ist halt einfach, es ist halt das Schöne am Horror, es gibt halt diesen guten Horror noch und der darf auch gerne anders sein. Ja, ich kann noch zum Abschluss sagen, ich habe sehr lieb gemeinte 8 Punkte gegeben, aber es passiert sehr oft bei mir, dass ein Film dann noch wächst, je öfter ich ihn schaue. Und das kann ja auch passieren. Und 8 Punkte sind ja schon mal sehr gut. Das heißt ja nichts Schlechtes. Auf jeden Fall. Wobei ich aber auch Von dazu daher. sagen muss, wenn ich es kurz einwerfen darf, ich glaube, Longlegs wird jetzt kein Film sein, den ich mir 100 Mal angucken möchte, weil er dann doch irgendwie mit seiner Art und diesen ganzen bösen Sachen, die da drin stecken, also in Anführungszeichen, also böse halt mit diesen Hintergründen, ich glaube, so einen Film möchte ich gar nicht so oft gucken, aber so zwei, dreimal, glaube ich, muss man sich den schon angucken, dass man vielleicht auch so noch zwei, drei Details erkennt. Aber wie gesagt, das ist jetzt kein Film wie jetzt zwei wie Pech und Richtig. Schwefel, den ich mir im Jahr dreimal angucken könnte. Ja, das stimmt. Pech und Schwefel. Es ist auch wieder eine andere Kategorie. Da will man nicht an Longlegs denken, wenn man den Film guckt. Nee, aber also so jetzt als finales Schlusswort, glaube ich, es ist, oder da sind wir uns, glaube ich, einig, es ist in gewisser Weise ein krasser Film, der wirklich, ich sage jetzt mal, Grenzen durchaus auch neu auslotet, und wo man aber auch, glaube ich, sich darauf einlassen muss. Also man kann jetzt dann nicht sagen, oh, ich habe jetzt einfach, was weiß ich, Splatter-Filme geguckt, dann glaube ich, wird man damit nicht glücklich werden. Ich glaube, man muss schon auch, sagen wir, offen dafür sein, dass man hier einen Film hat, der einfach anders ist. Ja, auf jeden Fall. Man muss offen dafür sein. Man muss sich auf was einstellen, was ein Mix aus Das Schweigen der Lämmer ist und Hereditary, würde ich behaupten. War vom Tempo ähnlich aufgebaut. Ja, kann man so unterschreiben. Alles klar. Ich sehe schon, wir haben weniger als 1 Minute, bevor uns Zoom Die Zeit rauswirft. rennt. Dann bedanken wir uns, ich spreche jetzt mal für uns, fürs Reinschalten. Ich freue mich schon auf den Rammstein-Podcast und natürlich auf Alien und was sonst noch im August kommt. Und sag schon mal Tschüss an dieser Stelle. Geht mir auch so. Macht's gut. Ich verabschiede mich wie Nicolas in Massive Talent. Vielen Dank und haut rein. Macht's gut.